Schönen guten Tag, ich bin Steffen Mantei, Inhaber des Bayerischen Hofes hier in Grünbach mit unserer hauseigenen Brauerei und gleichzeitig auch der Chefkoch im Haus. Wir betreiben das Haus seit 6 Jahren jetzt hier in Grünbach und unsere Familie betreibt gleichzeitig noch das Goldene Herz in Schönbrunn und zwar seit 1990. Ich bereite Ihnen heute hier einen Schwarzbiergulasch mit Rotkohl und Bambis zu. Dazu brauchen wir logischerweise das Fleisch. Wir nehmen da Rindfleisch dazu, reines Rindfleisch. Wir brauchen Zwiebeln, wir brauchen Schwarzbier logischerweise und zum Ablöschen haben wir noch Rotwein und hinten habe ich noch vorbereitet etwas Tomatenmark. Für das Fleisch nehme ich persönlich am liebsten Rinderbuck. Rinderbuck ist natürlich leider viel Arbeit, das auszulösen, aber ich habe den Vorteil, wir haben hier noch die Sehnen und Abschnitte dazu, die wir dann nutzen, uns eine schöne Brühe draus kochen und die wir dann auch zum Ablöschen des Gulaschs nehmen. Das gibt einen richtig schönen, vollen Geschmack. Während unser Brot gerade vor sich hin köchelt, der Gulasch weiter brät, habe ich eine ganz klassische vogtländische Bambismasse vorbereitet. Wir löschen den Gulasch jetzt mal noch ein bisschen mit Rotwein ab. Das bringt eine schöne säuerliche Note. Unser Gulasch ist jetzt soweit fertig. Zuletzt gibt es jetzt noch einen Schluck Schwarzbier aus der hauseigenen Brauerei dazu. Nochmal 5 Minuten köcheln lassen, damit der Alkohol verfliegt. Dann können auch Kinder essen.